Hey in die Runde, Dienstag, das heißt Rocket-Tag. Heute allerdings nicht mit einer üblichen Wochenmission, sondern mit der Monatsmission. Die fand gestern Abend statt, die zweite Monatsmission in diesem Jahr. Und ich war zu meiner großen Freude und Erleichterung dann doch dabei. Das bedeutet jetzt also über insgesamt 36 Spiele, drei Runden A zwölf Spiele geht es darum, einen Platz unter den ersten sieben auszumachen, um das Finalticket zu ziehen. Ich habe hier also gleich gezeigt, dass ich willig bin, in den ersten Spielen mein Blatt auszureizen. Nicht zu defensiv, also 22 geboten. Ja, ist, denke ich schon, wo ich nur ein Herz und ein Cover habe, schon die Ansage, dass ich hier am Anfang ein bisschen experimentierfreudig bin und dann einfach mal gucken, wohin mich, ja, wenn es hoffentlich gut geht, die kontrollierte Offensive führt. So, nun kommt natürlich hier ein Spiel mit Zweien, Abzug Pik Ass. Ich gebe hier schon mal das Bild dazu. Kann ja sein, dass die Dame gedrückt ist und mein Partner da direkt stechen kann. Gedacht habe ich es aber eher auch nicht. Hab aber ja hier noch genug Volle zu senken. So, 12 Augen, jetzt Kreuz Ass im Angebot. Dann sollten wir mit dem Herz 10 Stich rauskommen. Ja, oder sogar mit dem Herz-Ass-Stich, je nachdem. Na, schau, mein Partner hat Herz-Ass. Also ein unspektakulärer Einstieg in die Geschichte. So, auch hier bin ich mit 18 dabei. Hab eigentlich gar nicht so, ja, das Gefühl, dass ich da rankommen werde. Dann tue ich es aber doch. An sich jetzt auch beim Rocket Monatsfinale ist ja immer eine gewisse, sage ich mal, offensive Grundeinstellung der Spieler zu beobachten, aufgrund der Kürze der Distanz auch verständlich. Insofern, jetzt hat es mich dann doch ein bisschen überrascht und jetzt heißt es natürlich schon mal, erstes Mal Daumen drücken. Aha, so, wenn du nämlich für 18 rankommst, dann solltest du in aller Regel auch irgendwie was Passendes finden. Ich spiele jetzt den Kreuz ohne 3, drück lieber die Herz 10 als die Karo Lusche, denn ich werde ja irgendwie zu kurz kommen, erfahrungsgemäß. Unwahrscheinlich, dass in Mittelhand jetzt direkt Herz aufkommt und ich da in meine lange Farbe ein- oder zweimal eingespielt werde. Dann habe ich lieber 13 im Keller und in Herz brauche ich nur einen vollen, der läuft. Ja, und vor allen Dingen habe ich jetzt auch mit der Karo Lusche eine gute Abwurfkarte. Pik habe ich ja eingedrückt, das heißt, es fehlen 6. Spannende Frage wird sein hier, ich gehe immer bei Passe-Passe von einer Normalverteilung aus, sitzen die jetzt 3 zu 3 oder sitzen die jetzt 4 zu 2? 3 zu 3 wäre günstig, denn jetzt will ich natürlich erstmal einmal stechen auf 27, jetzt mein langes Ass ziehen, damit da kein Unglück passiert, falls Pik eben 4 zu 2 spielt, steht. So, jetzt Trumpf raus. Und dann komme ich sehr wahrscheinlich in Mittelhand und dann wird Pik auf den Tisch kommen. So, und wenn die Pik 10 direkt kommt, dann denke ich auch mal, dass hinten noch die Lusche mitbedient. Sonst hätte Spieler 3 jetzt vermutlich erst den kleinen Pik gespielt. Deswegen auch gleich optimistisch mit dem Trumpfkönig eingestochen. So kommt es auch. Pik stand ganz artig, Trumpf steht auch ganz artig. Also hier sitzt alles ganz sauber. Jetzt komme ich aber eben, ne, obwohl ich ahne, dass Trumpf auseinandersitzt, komme ich jetzt hier zu kurz, weil ich eben zweimal stechen musste, kann nicht nochmal Trumpf ziehen. Gut, könnte ich auch. Ich habe ja auch schon genug höhere, bessere Chancen, noch einen Stich zu machen, habe ich, wenn ich jetzt Herz spiele. Ja, wenn die Trümpfe verteilt sind, dann wird einer stechen und kann jetzt auch keinen Trumpf mehr fordern. Das heißt, ich komme auf jeden Fall dazu, auch noch meinen Karo-Buben zu verstechen. Also ganz gepflegt mit 72 Augen gewonnen, das Ding. Ohne 3. Und gut, das ist ja schon mal ein guter Start in so eine Runde, wo du aus so einer Murmel erst passend gefunden und dann auch das Ding gewonnen hast. Hätte ja auch sonst ein teurer Einstieg werden können. So, drittes Spiel Vorhand. Ich gucke auf so einen Gemischtwarenladen und denke noch so, wo Mittelhand passt. Also wenn allen Ernstes Hinterhand jetzt auch passt, dann darf ich gar nicht zu lange drüber nachdenken. Dann muss ich direkt in die Karte rein. So, was ist jetzt los? Erstmal ist er kurz offline, da ist er wieder da. Und da passt er tatsächlich. Und da ist es, ich habe es sofort gemacht, wie vorher quasi gedanklich schon vorbereitet. Wenn du zu lange drüber nachdenkst, dann überwiegen einfach die Risiken. Dann siegt die Vernunft und die hätte sicher gesagt, nee, zu dünn das Ding. Aber ich denke, naja, ein Karo einfach kann ich immer spielen. Jetzt, wenn ich jetzt ein Karo finde und es nun nicht gerade eine Lusche ist, sondern ein Voller ist, oder noch ein Bube, dann habe ich doch schon ein Spiel, was man gut vortragen kann. Jetzt finde ich aber Herz 8, Karo 8, wie ihr seht. Also das war jetzt ja nun eher Minimum. So,
kann jetzt immer noch den Karo spielen, 5 Trumpf, und dann überlegen, ob ich 2 Herz zwischen drücke oder die Pik 10 mitdrücke. Oder, und da habe ich mich dann letztlich hierfür entschieden, nach reiflicher Überlegung allerdings, wohlgemerkt, den 0. Der 0 hat natürlich eine große Baustelle in Karo. Karo muss einfach günstig sitzen, entweder 2-2 oder die 7 blank, sowas in der Art. Wenn die 7 blank ist, dann allerdings auch noch bei Spieler 2 und nicht bei Spieler 3. Der lässt sich also leicht verlieren. Gut, und in Pik 7-10 Bube, ja, das ist im Vergleich zu dieser Karo-Geschichte schon quasi eine Marginalität. Die sollte auf jeden Fall funktionieren, und Kreuz 8 ist jetzt hier direkt geklärt. So, jetzt spannen sie mich hier ein bisschen auf die Folter, wie das dann mal so ist. Es wird erst eine Farbe abgespielt, wo für mich gar keine Emotion drin ist. So, und jetzt wird es natürlich interessant. Karo Ass, das ist ja erstmal gut. Und da fällt die 7. Ja, schaut euch das an, wie glatt das so sitzen kann. Hinten fällt die 7, die ist natürlich garantiert blank. Das ist auch gut übrigens, dass ich hier nicht wieder mit 8 und 9 irgendwie geblufft habe auf das Ass, die 9 oder so. Das Thema hatten wir ja dem letzten schon mal beim 0. Das wäre mir jetzt natürlich wieder gnadenlos auf die Füße gefallen. Jetzt kommt Bube hinterher und natürlich auch noch die 10 hinterher. So kann ich noch zweimal unterbleiben. Und erfreulicherweise, Spieler 2 wirft Kreuz ab und kein Pik. So, also damit ist es schon klar, dass ich hier gewinne. Pik steht auch ganz gut verteilt. Ich zeige jetzt schon die Karten. Jetzt könnten sie ja Pik nur noch schlagen, wenn die Farblänge in einer Hand sitzt, und das ist schon gar nicht mehr möglich. Also, die zweite Flocke gewonnen. Ja, wenn das so weitergeht, bin ich nicht unzufrieden. Und hier auch im vierten Spiel habe ich wieder 18. Die Karten werden ja, oh, gefühlt jetzt schon ein wenig besser. Jetzt vielleicht aber auch zur Beruhigung der Nerven mal einmal richtig gut finden wäre ja auch nett. Na gut, Pik 10 und Karo König, das ist vielleicht doch auch wieder eher am untersten Rand der Erwartungen. Allerdings weiß ich dann natürlich, was ich zu drücken habe, was ich zu spielen habe. Null wird es diesmal nicht. Es wird ein Pik, und der kann natürlich schon schwierig werden hier mit der Kreuz 10 dabei. Im Aufschlag aber gleich 23 eingesackt, ist ein gutes Zeichen. Typischerweise, wenn die Trümpfe unrund stehen, dann wird auch nicht viel angeboten. Also, dass du gleich hier so eine volle Batterie schnappst, deutet auch darauf hin, dass Trumpf dann artig sitzt. So, was hatte ich gedrückt? 4, dann sind wir schon bei 27. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wollen wir erstmal den Kreuzbuben rauslocken und wenn es geht, in Hinterhand bleiben. Das hat schon mal geklappt. So, der Stich ist jetzt natürlich mager. Ich hätte natürlich mir Kreuz gewünscht, und wenn schon Herz kommt, dann wenigstens ein Bild, damit auch nicht so klar schon zu erkennen ist, dass das Ass blank steht. Aber das war mir jetzt nicht vergönnt, also muss ich jetzt doch mal noch ein bisschen sauber weiter gucken und zählen. Also das Spiel ist noch kein Selbstläufer. Es fehlen auch noch 3 Trumpf, also wenn ich von oben ziehe, dann kann natürlich vielleicht auf Karo Bube oder sogar dann auf Pik König im schlimmsten Fall ja, die Herz 10 oder eben das Karo Ass gewimmelt werden. Also lieber noch mal einmal unter durch. Hat natürlich auch wieder den Nachteil, dass ich dann jetzt irgendwie mit Kreuz ein bisschen zu kurz komme. Aber irgendein Tod musst du sterben. Weiß auch nicht, ob Kreuz 2-2 steht, ob es sich lohnt, Trumpf einmal von oben und dann Kreuz unten raus, wäre auch eine Variante gewesen. Ich wollte es jetzt bei 38 liegen so machen und gucken, dass ich jetzt noch in den vollen Karo oder Herz 10 irgendwas greife. So, jetzt kommt Karo 9. Jetzt ist ja die Frage, hat Spieler 2 da blank aufgespielt? Erster Stich, erinnert ihr euch, Karo Dame, Karo 10 oder nicht? So, wenn ich jetzt mit der Lusche steche, ich will ja danach mit Kreuz fortsetzen, nicht den Herzbuben abziehen. Deswegen wird die Gefahr dann größer, dass ich die Pik Dame später verliere. Also da mache ich jetzt lieber direkt mit der Dame stechen und hoffen, dass nicht übergeknackt wird, aber es wird übergeknackt. Ei, jetzt stehe ich allerdings schon mit dem Rücken zur Wand, es sei denn, es kommt endlich mal Kreuz, kommt aber nicht, und es kommt nicht mal die Herz 10. Na, das ist natürlich jetzt sehr unerfreulich. Wie gesagt, 38 habe ich, glaube ich, erst liegen. Das langt hinten und vorne nicht. Also wenn ich steche, dann kann mich eigentlich nur ein blankes Kreuz Ass retten. Das kann ich auch im Zweifel noch einen Stich später ausprobieren. Ja, eigentlich ist die Karte verraten, deswegen auch Abwurf Kreuz 7. Sie können es ganz leicht machen. Sie können jetzt mir einen vollen anbieten, Herz 10 oder Karo Ass. Muss ich stechen und dann mit Kreuz antreten, dann holen sie da noch ihre 28. Also ich kann eigentlich jetzt nicht mehr die 2 Vollen kriegen, die ich noch brauche. Eigentlich müssten sie es hinbekommen, dass ich nur einen Vollen kriege. Ja, und da kommt Kreuz auf den Tisch. Da hat Spieler 2 ganz klar gepatzt. Er hat irgendwie die Karte offenbar falsch ausgezählt, denn er hat ja nicht nur noch Kreuz in der Hand, er hätte ja auch noch einen Zwischenzug machen können mit einer beliebigen roten
Farbe. Und dann wäre das Spiel, ja, wie gesagt, durch gewesen. Da, jetzt hat er es wohl auch gesehen. Ich hätte jetzt hier schon Rest zeigen können, habe aus irgendeinem Grund jetzt dann da noch mal weitergespielt. Gut, und es ist übrigens tatsächlich so, Kreuz Ass stand auch blank. Also die Karte stand dann doch auf Sieg, selbst wenn jetzt Kreuz nicht kommt, den nächsten muss ich dann einfach stechen und Kreuz Dame spielen, und dann fällt das Ass blank. So habe ich natürlich noch diese ein paar Augen mehr gespart und jetzt relativ souverän gefühlt mit 74 gewonnen. Aber tatsächlich, wenn da mal so eine Farblänge steht, wie die vier Karos, unvermutet, dann steht auf der anderen Seite häufig auch mal wieder die Karte in einer anderen Farbe günstig für dich. Das heißt, in dem Fall war die Gefahr gar nicht so groß, wie sie jetzt von mir wahrgenommen wurde. So, das waren drei nette Spiele. Alle gar nicht so dulle, aber alle gewonnen. Also ein sehr gelungener Auftakt hier in die Partie. Und jetzt gucken wir mal, diesen Peak, den können wir doch auch angreifen. Wenn mich Spieler 3 hier am Spiel lässt, wenn er da nicht so überambitioniert rangeht, er wollte doch jetzt gleich Herz stechen. 21 in Herz stechen und Herz 9 macht noch einen Stich. Ja, also ich glaube irgendwie nicht, dass er nur diesen einen Trumpf noch hatte. Er hat aber irgendwie nicht die Eier gehabt, mal drauf zu spekulieren, dass der Herzbube bei mir auch sein kann. Ja, und ich meine, die scharfe Übergabe gefällt mir schon wieder, dass er das versucht mit der Kreuz 10, die ja ganz offenbar nicht blank ist. Scharfe Übergabe 21, wenn Alleinspiel bedienen muss, kommt danach noch in Herz die 21 Abstich. Das wäre ein Schnapper gewesen. Ja, und da ist noch die Piklusche. Gut, so ist es jetzt nicht gekommen. Der Spieler hat dann wohl den Sechstrümpfer mit 3 Herz, dann wird er noch ein Karo dabei haben. Ja, und es ist tatsächlich eine Karolusche. Also das Spiel wäre natürlich mit Pauken und Trompeten oder mit wehenden Fahnen wäre es untergegangen, hätte der Spieler nicht den Karo-Buben übernommen. Ja, wieder ein schöner Ansatz. Naja, ein Ansatz. Schön. Auf jeden Fall ein Ansatz, mit dem ich mal 18 und 20 halten werde, weil ich ja nur eine rote Karte habe. Ah, also den Buben klammern wir hier mal aus, der gilt als Trumpf. Aber ich kriege 2 Reizungen, da war es schon fast frivol, die 20 zu halten, und ich kriege auch noch eine 22er Reizung. Dann bin ich natürlich raus. So, jetzt kommt ein 0. Was denkt sich Spieler 3 denn dabei? Gegen 2 Reizungen, und ich habe jetzt 2 Blanke, also die Chancen sind natürlich recht gut, diesen 0 zu schlagen, es sei denn, es kann ja auch mal ein 0 sein, der nur eine kleine Baustelle wie eine 8 oder so hat. Dann werden wir wohl leer ausgehen. Aber irgendwie denke ich doch, dass da jetzt gleich in Karo noch was passiert. Karo, Karo. Das ist natürlich ernüchternd. Damit sieht es irgendwie nicht mehr so aus, als ob hier noch groß was zu unseren Gunsten passiert. Ja, wenn was soll in Kreuz jetzt? Na klar, mein Kumpel hat die 7, aber ich, so viel konnte ich nicht abschmeißen. Herz konnte er wohl auch nicht mehr bringen, offensichtlich. Ja, im Pik wird da auch nicht mehr viel gehen. Ich, doch, Moment. Er hat kein Karo, er hat kein, wie viel Herz hatte der Mann? Der muss doch jetzt, Herz Ass ist doch ein Bluff. Ich erzähle ja hier schon, ich mache ja beim Zugucken des eigenen Spieles Fehler. Der Mann muss doch noch Pik in der Hand haben und Herz ein billiger Bluff. Ich bin jetzt nur am Überlegen, warum Spieler 2 nicht mal einen kurzen Pik spielt. Hat er 2? Oder hat er vielleicht gar keinen? Ich glaube, das sollte ich einfach noch einmal von oben überprüfen. Ach, da tatsächlich. Er hat gar keinen Pik. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Das konnte ja auch irgendwie nicht richtig seriös sein mit 3 Reizungen und ich 2 kurze Farben und selber noch die Pik 7 in der Hand. Irgendwas war doch da faul. Ja, das war dann vielleicht ein wenig zu hoch gepokert von Spieler 3. Jetzt habe ich doch hier mal das erste Spiel, was wirklich schon vor der Aufnahme diesen Namen verdient. Ein stabiles Spiel. 6 Trumpf, 2 Seitenasse. Und jetzt hepp! Ah, der Bube oder das Ass, den ich zum Grein gebraucht hätte, sind mir verwehrt geblieben. Allerdings ein diesmal sehr starkes 7 Trumpf Pikspiel mit 2 Seitenassen. Da wird ja wohl nicht viel passieren. So, im Aufschlag Herz 10. Das ist ja auch erstmal wohlwollend zur Kenntnis. Ein Trumpf 2-2 sitzt, dann haben wir das Ding wahrscheinlich Schneider. 18 Augen liegen.
Den sacken wir ein und dann wird geguckt. Bing! Und Rest, bitte alles abliefern beim Chef. So macht Skat ja manchmal richtig Spaß. Die anderen verlieren, du selbst kriegst die nächste gute Hand hinterher. Nach 7 Spielen, 4-0, 3-66, und jetzt kommen auch noch die Buben. Ja, ist es denn zu fassen? Ist es denn die Möglichkeit? Da war ich ja gerade in den letzten Rocket-Serien das ein oder andere Mal nicht so mit verwöhnt. Jetzt habe ich immer drei Buben und ein Ass. Allerdings, so perfekt und komplett ist das Spiel nun auch wieder noch nicht. So ein Spiel nimmst du eigentlich gerne bei 18, dann ist die Chance ja recht gut, dass es gleichmäßig sitzt und du noch irgendwo eine Verstärkung findest. Wo jetzt Hinterhand schon so hoch trommelt, wird es natürlich kritisch. Da überlegst du dir schon, was passiert, wenn er eigentlich 33 sagt. Realistisch, ehrlich gesagt, da hätte ich dann passen müssen. Aber er hat wohl doch nur den Herz, das heißt, schnapp! Eine dunkle, die passt zum Trumpf, und Karo 10, die passt zum Ass. Also das war eigentlich zwei passende Karten. Damit habe ich jetzt ein Kreuz, der doch recht solide daherkommt. Da müsste jetzt schon alles sehr unrund sitzen, wenn sie das Spiel schlagen wollen. Ja, Mensch, was ist hier los? Das geht ja richtig gut los. Und dann gleich Aufschlag, den du an sich in so einer Partie nicht so gerne siehst. Also Karo zwingt dich gleich in eine Entscheidung zu treffen. Meistens ist der ja aus dem Drilling gespielt, aus dem König zu dritt oder lang, vielleicht sogar König zu viert. Manchmal ist er aber eben auch blank, und wenn er blank ist, dann macht das Schnippeln jetzt einen ganz bescheidenen Eindruck. Da bringst du manchmal ein gutes Spiel selbst zu Fall. Andererseits, Hinterhand hat 30 gereizt. Das hört sich nicht an wie ein Karo, das hört, als ob er ein Karo König zu dritt hat. Das hört sich eher an, als ob er da vielleicht ja ehrlich den Herz gereizt hat, vielleicht auch rübergegangen ist. Also so stark ist es mir dann doch nicht, dass ich da raufgehe und einen Abstich riskiere. Ich schnippel mit der Dame, und das ist erfolgreich. Da muss er jetzt natürlich Trumpf von oben ziehen. Ja, vier Trumpf sitzen, das habe ich mir jetzt schon gedacht, das ist jetzt aber kein Problem mehr. Jetzt gibt es zwei Trumpfstiche und einen Pikstich in der Abgabe, beziehungsweise ja, wenn jetzt die Übergabe in Pik erfolgt, kann der Trumpfstich auch 32 liegen, kann jetzt auch Karo König sein, dann kann er Karo König 10 stechen. Ne, will der Spieler aber nicht. Will sein Mann nicht auf Trumpf setzen. Gut, dann gibt es ein bisschen weniger. Schnupp. Läuft. So, meine Herren, jetzt keine Pause, keine Raucherpause, das ist unfair. Gerade wenn es ein bisschen läuft, schnell weitermischen. Ah, aha. Also für Passe, Passe, meine Herren, für Passe, Passe, mein sehr verehrtes Publikum, da würde ich zuschnappen, oder? Aber nicht für 18. Klar, ich könnte jetzt, es juckt in den Fingern, es kribbelt richtig. Man könnte die 18 halten. Ne? Dann soll man erstmal gucken, ob der mehr als ein einfaches Karo hat. Aber das ist ja sehr, ja, womöglich komme ich dann ran ans Spiel, und dann muss ich diese Mülltonne dann auch noch vortragen. Ne? Da ist die Chance mir dann doch zu klein. Dann gehen wir hier eben mal ins Gegenspiel mit drei bescheidenen Trümpfen und ohne Aussicht in der Beikarte. Man muss ja auch gönnen können. Pik immerhin schon mal so getroffen, dass es nichts kaputt gegangen ist, nichts passiert. Die 15 Augen haben wir schon mal eingesammelt. 26, ich meine, mein Gott, vielleicht ist das auch eine Kirsche. Ne, ist es nicht. Guckt mal da, Karte geht auf. Zwei Alte, noch Herz Ass 10. Dann geben wir gerne unsere Restkarten ab und sind Schneider. Spieler 3 stellt, Spieler 3 stellt den Anschluss wieder her, aber dieser Anschluss, das ist ein kleiner Tropfen verglichen mit dem, was mir hier widerfährt. Guckt euch das mal an, endlich mal ein Spiel. Granghand mit 3, 2 Stiche in Kreuz ab, in der Abgabe, mit guter Schneiderchance. Wenn es ganz dumm läuft, sticht Karo Bube mir noch irgendwas raus. Nee, ist nicht der Fall, dann ziehen wir den Buben auch vorsichtshalber gleich ab. Und dann gucken wir direkt in Kreuz, solange da noch nichts abgeschmissen ist, ob wir die bei einer artigen Verteilung auch auf 28 oder 25 loswerden. Jawohl, es ist geglückt. Das ist doch mal ein Spiel, wie es mir gefällt. 3 Spiel, 4 und 5, Schneider 6, 1,44 Meter jetzt noch dazu. Und das, wo es schon so richtig gut lief, beim 10. Spiel 6,0, 6,46.
Und wieder ein reizbares Spiel. Es ist reizbar, es ist noch nicht komplett, aber es ist reizbar. Und das dritte Ass liegt drin. Das dritte Ass liegt drin, das ist jetzt mit diesen ganzen Luschen dabei auch noch kein Traumspiel, kein Gedicht. In Vorhand könnte man noch eher drüber reden, in Mittelhand schon etwas kritisch, wenn da mal Herz zu dritt sitzt oder Kreuz zu dritt oder viert und rauskommt, dann ist das Ding schnell verloren, aber es hat natürlich auch bei einer artigen Verteilung gute Gewinnchancen. Also ich würde mal sagen, Chance auf Sieg jetzt mit drei Assen und zwei Buben bei Pass-Pass liegt doch wohl immer noch deutlich über 50%. So, Kreuz habe ich geschnippelt, so stark ist das Spiel dann nicht, dass ich da raufgehen würde, hinten die 10, jetzt nehme ich den Rückschub mit, muss ich ja, und in dem Fall dann natürlich ein Bube. Erstmal zusehen, dass ich nach dem Stich entweder den höchsten Buben habe, oder dass ich hier, wo ich jetzt am Stich bleibe, gleich die nächsten Trümpfe eliminieren kann, dass dann gleich schon mal vier Trümpfe raus sind. So, das sieht jetzt natürlich ganz klar danach aus, dass Spieler 2 noch zwei Trümpfe in der Hand hat. Mit drei Trümpfen hätte er wahrscheinlich mitgenommen, mit vier Trümpfen taucht er, hat er jetzt noch Trumpf 10 und Karo Bube. Ja, jetzt muss ich gucken, was jetzt passiert, logischerweise. Vorher brauche ich keine Entscheidung treffen. Und das ist erfreulich. Also erfreulich ist, dass hier Karo König mit dabei ist. Wenn da Lusche 10 läge, dann könnte ich mir eigentlich noch gar nicht erlauben, mit dem Pik Ass zu stechen. Dann müsste ich mit einer Lusche stechen und dann Herz oben unten spielen, hoffen, dass Spieler 2 wieder rankommt. Oder ich müsste mit dem Ass stechen und Trumpf wieder rausspielen und hoffen, dass ich auf Herz noch die 10 fange. So habe ich aber den einfachen Plan, weil mich der Einstich schon kurz vor die Ziellinie bringt. Herz Ass alleine reicht noch nicht, aber da ich zwei Luschen habe, kriege ich ja zwangsläufig die Dame und damit bin ich im Ziel. So, wenn eben Karo König nicht gelegen hätte, na, gleicher Spielverlauf, nur dass ich jetzt mit der Lusche gestochen hätte und das Ass noch hätte, Spieler 2 kommt ran mit der Herz 10, wäre alles auch wunderbar, dann könnte ich jetzt noch mit dem Trumpf Ass auf die einen Stich machen, vielleicht sogar die Pik 10 erobern. So langt es aber mit 62. Ja, wunderbar, 7 zu 0, 700 Punkte. Die anderen haben ganz bescheidene Spielanteile. Ja, ist denn das die Liste, auf die ihr vielleicht auch gewartet habt? Und mir fällt jetzt gar nicht ein, was ich dazu noch sagen kann. Das ist ja fast schon wieder ein Granghand. Drei Abgabestiche soll ich ihn machen, bei dem Stand. Na, es ist mir zu heiß, diese Pik 10 König. Ich muss ja, um die drei Stiche zu garantieren, dass ich nur drei abgebe, müsste ich den Buben ziehen, dann kann schon mal eine Pik-Lusche rausfliegen, zwei könnten noch im Skat liegen, und bei einer ganz normalen Verteilung stehe ich dann da. Haue ich die Pik 10 raus, fallen da schnell 32, und ich werde auch noch dusselig wieder direkt eingeschoben, fange ich dann mit dem zweiten Stich mit dem Pik König an, ja, wird vielleicht zweimal bedient, und danach fällt der 32er. Da habe ich mehr zu verlieren als zu gewinnen. Ich gucke lieber rein, habe ja dann auch Schneiderchancen. Jetzt habe ich einen sicheren Rang, wo ich nur zwei Stiche abgebe. Eine Traumliste. Ihr wart mit dabei. So, gucken wir noch einmal, ob hier der Schneider klappt. Um den Schneider zu spielen, darf ich die 10 natürlich nicht vorspielen. Da müssen die entweder 2-2 sitzen oder einer muss rausnehmen. Rausgenommen wurde nicht, aber sie sitzen 2-2. Gut, 14 Augen, jetzt noch schnell die Kreuz-Lusche, bevor da irgendwas abgeworfen wird. Wenn beide bedienen müssen, sind es 28. Ja, Mensch, das ist ja sensationell. So kann das mal gehen. Guckt euch diesen Endspurt an. 8 zu 0, 8,64 nach den ersten 12 von 36 Spielen bin ich ja schon so gut wie durch. Ja, ich denke mal 1200, 1250, besser 1300 brauchst du. Aber davon habe ich ja jetzt schon nach einem Drittel der Spielzeit, habe ich ja schon über zwei Drittel der benötigten Punkte eingefahren. Das heißt, jetzt ganz ruhig ein bisschen den Puls wieder entschleunigen. Das riecht ja doch ein bisschen im fröhlichen, freudigen Sinne auf, solche schönen Spiele. Und dann taktisch diszipliniert einfach das Ding nach Hause bringen. Das ist jetzt die Vorgabe für die nächsten beiden Listen. Da hoffe ich mal, dass ihr wieder dabei seid und schaut, ob ich diese Vorgabe erfüllen kann.